Wir sind zurück in einer neuen Runde von Shelljog Live und heute, wie immer noch in gestern quasi, für mich gerade eben, im Versuch, mal Ding zu bekommen, Super Ball oder ein bisschen Laser Beam upgraden. Das war gut, da fängst du natürlich direkt mit einem Nuke und mit einem Bouncy Ball. Oh oh. Ich hab 0%, ne, läuft. Oh, oh. Na geil, trifft natürlich wieder Milch. Der Gängling hat nicht getroffen. Also ist mir das wurscht. Sorry. Kennst mir doch. Vielleicht kommen wir in der Folge unter. Wir machen natürlich wieder Charge. Weil viele von euch, also die im Stream dabei, haben wirklich gesagt, ey, das ist echt irgendwie voll geil, da kann man voll gut Waffen upgraden, haben wirklich ein paar geschrieben. Mich selber, das bockt mich mega, dieser Modus. Und natürlich kannst du hier auch, du upgradest zwar langsam, aber das müsst ihr auch auf All Weapons spielen, dass ihr halt auch eine Chance bekommt, nicht die Waffen zu holen. Wir können natürlich, Shockwave bringt hier nichts, ich wollte aber mit dem Mond eigentlich mal durchrasieren. Was auf einmal so, hab ihn höher zielen und dann so durchrasieren. Ja, 80 passt. Okay, ist eh schon durch die ganze Kiste. Dementsprechend. Wir haben zwar getroffen, aber... Ja. Geht besser. M9, die ganzen Pistolen, ich könnte man hier natürlich auch jetzt upgraden, aber ich mache das lieber im 1 gegen 1. Kennt ihr ja. Ich meine, mit dem Modus muss ich nichts schneiden. Ich brauche einfach ein Item Luck, was bei mir ja auch das Beste ist, was ich haben kann. Alter, das sind so gute Items, ich übersehe wahrscheinlich gerade eins. Mein Gravy Silly, Hexer Burn. Tangern habe ich schon gesehen, aber ich meine es so von Laserbeam technischer. Ich würde einfach sagen, wir schießen mal so, ne? Vielleicht treffen wir irgendwo. Gangnam zum Beispiel. Ja, einen, zwei, ja. Ja, ne, eigentlich war es nicht gut. Ein Damage wurde. Ich habe 20 gemacht, das ist Faktor durch 20. Was ist denn das? Mal gucken, wie viel wir beim Tangener sollten noch brauchen. Das steht ja ganz unten. Finden wir ja gleich. Fast ganz unten. Naja, 900. 824. Wenn ich es nicht in der Schnelle überlesen habe. Ist gut. Ultra Beam. Jungs, oh, scheiße. Da treffen wir zwei. Und da treffen wir zwei. Ist eigentlich scheißegal, wo wir hinschießen. Aber da treffen wir safe. Nein, da treffen wir nicht. Weil wenn er ihn runter... Oh, wir schießen zuerst, ne? Bitte, 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 300 jetzt. Bitte, 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 bitte. Oder wenigstens ein Grit. 150, kein Grit. Oh, Glück. Auf jeden Fall sind wir... Haben wir ja schon 100%, werden wir anscheinend auch nicht mehr getroffen. Okay, Bouncy Ball trifft auch nicht. Safe. Safe für diese Runde. Haben wir jetzt gewonnen? Safe Call. Mit MVP sogar noch, seit langem mal wieder gewonnen, ey. Also unter 8800 spielen wir noch. Ey, wie der Beam vorge. Also, mal ohne Scheiß, gibt euch das mal. Wir haben jetzt in zwei Folgen 5-mal Beam gehabt. Grob überschlagen, vielleicht auch 4-mal. Was heißt, ich will wieder Master Beam, als ob ich noch schon mal gehabt hätte, weißt? Ich habe den noch halt noch nie gehabt und ich benutze. Ich habe keinen Bouncy Ball, also benutze ich jetzt das. Ist ja logisch. Ich will bloß die Jack-O-Lantern benutzen, also ich übersehe mal wieder was Essentielles, Wichtiges. Also die haben auch bald demnächst. Bald demnächst. Mhm. Aber das ist die Hälfte schon ziemlich, ne? Aber beide, alle beide, genau, meine Beine bleibt unten liegen. Also war Olli, hey. 38, sind so 50, glaube ich dann. Die Kiste ist doch dahin, wurde durchgeschaukelt. Wir haben jetzt 800, ich glaube 50 Damage müssen wir kriegen. Also 50 Punkte. 53, ja. Ob
Schau mal, schaffe ich noch zu zeigen, wie viel wir da noch brauchen, diese Update-Waffe. Da. Ja, fehlen noch 2K und bei der unteren. Ja gut, 5K. 4,5K. Das dauert nur ein Stückler. Aber mein Gott. Für die Zeit, die ich gerade SSL spiele, und habe ich gerade schon Squadron freigeschalten. Letzte Folge. Jetzt haben wir die Siever, jawohl. Erst einmal da hochstellen. Und hoffen, check our Lantern auf Olli. Das ist doch ganz gut, dass er zurückfährt. Ich dachte, wir haben Buffler. Die Siever ist aber Stufe 2. Lol. Leichtsinnsfehler von mir. Kann man sich schon mal ein wenig verhauen. Treff, nicht zu bouncen. Jawohl. Da soll's hin. 40. Hab einer noch. Scheiße. Keiner hat 100. Oder sind aber 92. Können wir die M9 benutzen. Wenn jetzt halt zwei aufeinander stehen. Oh, Dual Needler. Da war doch was mit irgendwie 200 Damage oder so. Aber das ist Short Range, was wir hier gerade spielen. Ach komm, ey. Wo ist denn der Ball überhaupt? Ach, da hinten ist er. Leute, wie ist denn so erinnert gekommen? Der ist über dem Bildschirm, also quasi am Rand der Sicherheitszone entlang geflogen. Jetzt haben wir 100. Ja, safe. Alter. Kann ich sehen, was hast du denn schon wieder geschossen? Ja gut, Folge 32 Minuten, also 32 Minuten, ich weiß nicht, ich glaube die erste war 23. So, wenn ich schauen, ey. So, jetzt will ich aber mal verdammt nochmal wieder mein Ding haben. Tangent haben wir, ja geil. Haben wir Baffler schon mal geschossen irgendwann? Na, die wird wahrscheinlich nicht erleben, die beiden. Ach, scheiß drauf. Schau mal, Alter, ich hätte jetzt auf Gangnam schießen können. Oh ja, stimmt. Oh, wir treffen ja fast. Oh, wir treffen sogar beide. Also eine Aussage war, wir machen immer 100. Gut, wir haben den Anfang jetzt nicht getroffen. Natürlich verschneidet sie von Microsoft Power, WWE Smack... Dö, Max. Wie geil war denn das hier gerade? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock auf Deathmatch oder Reaper. Mir ist das Level auch gerade echt irrelevant. Oder scheißegal. Ich will jetzt einfach einmal wieder treffen. Einfach mal so einen schönen Bouncy Ball Grid. Das wär's jetzt. Einmal die Hidden. Ich glaube, was schießt man denn? Gucken, wo der Hochpunkt ist, ne? Ich weiß es ja nicht. So spät? So spät wäre der gewesen? Na gut, ich glaube, solche Sachen wie gesagt, alles im 1 gegen 1, Reaper und Deathmatch, whatever. Die hätten es auch ein schöner machen können. Die Update-News war ja, um genau zu sein, wir tun das, wo du keine XP bekommst, auspatchen, also wo du 0 XP hast, also wie bei mir, weil ich nicht getroffen habe. Aber statt da einen Leerbildschirm zu machen, hätten sie doch auch das wirklich weglassen können und das aber irgendwie vorziehen. Vielleicht muss es dann auf den Server synchronisieren und so, dass es halt alles passt und so, dass du wieder gleichzeitig in die Lobby joinst oder sowas. Ey, aber gut, ich meine, ich beschleunige es eh mal, mir ist das gerade ein wenig wurscht. Aber das ist doch auch wieder sinnlos, wie sie es gemacht haben. Oder eher. Weiß ich es gerade nicht. Ja, mit Schenk kann ich weit zurück schießen, ne? Ja, doch ein Schenk. Habe ich was Besseres? Okay, komm. Fick man es gegenseitig. Jetzt pass auf. Leute, wir machen uns beide den Grid. Du musst jetzt schon mal was zurückschreiben, ey. Wir fetzen uns beide den Grid rein. Ja, nice, ey. Ja, nice.
160, 160, 160, 160. Alter, guckt's euch mal an, ey. 4x 160. Hatten wir dann vier Shanks mit Grid oder? Ne, Moment. Einer den Nuke auf uns beide. Wir hatten beide Shank. Und das dritte war wahrscheinlich auch noch ein Nuke auf zwei Leute oder halt ein Nuke Grid. Das war. Also, das ist das Founder. Auf wenigstens hat aber bei mir mal alles gesagt. Das ist wieder die Map. Jetzt gib mir doch mal diesen scheiß Ball. Ey, ich krieg das Kotzen. Gibt dir mehr Regen, ey. Ist so ein schlechter Scherz. Ich hab doch keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Oh, das, wenn der Wind, oh lol. Wenn der Wind nicht gewesen wäre. So, kann ich jetzt wenigstens mal irgendwas anderes schießen. 50 Wind. Oh, Dual Needler. Ach Gott, da werde ich jetzt werde ich jetzt geblockt oder nicht? Ja, schau mal da mal. Ja, der Berg wird eh rasiert. Oh. Gib mir 150. Was? Überhaupt ne. War Grid dabei? Ich hab's nicht gesehen. Wir kommen langsam an die Sunflower, ne? So ist es ja jetzt nicht. Es ist ja nicht so, dass wir bloß ein XP pro Spiel haben oder wir dauernd Disconnects haben oder so. Wir kommen ja voran. Jetzt fehlen ja nur noch 8700, ich glaube es. Ja, schau mal, wie weit wir kommen. Ich verspreche jetzt mal lieber gar nichts. Okay, was aber werden wir nach den nächsten 5 Runden, die wir auf jeden Fall noch machen, keinen Bouncy Ball, dann ist die Folge rum. Ja, was willst du denn schießen? Das macht ja alles wenig Damage. Hätten wir auch auf Powerpoint schießen können. Wir machen wahrscheinlich wieder plus 10 Damage. Oh, können aber. Okay, wir haben davor geschossen. Da ging einer. Oh, okay, da haben wir schon unseren Sieger. Schönes Pyrotechnik auf 4 Leute. Wie viel Damage? 240? Kam mir mehr vor. Echt sein? Kam mir echt mehr vor. Kannst du auf 240 echt auf 2 Leute machen. Eigentlich sind es 2 Übergangsfolgen, wenn ich es einmal so sag. Die für Montag und Dienstag. Ich warte eigentlich nur das Update. Dann geht's wieder los, mit Waffen zu leveln. So, jetzt Runde Nummer 1. Kein. Kein Bouncy Ball. Boah, der Megatunneler, ne? Auf die beiden rechts. Jo. Passt. Ho. Hab mir 160 von angezeigt. Wieder durch 2. Und so kommen halt dann auf XP, verschwimmen bis 8650. Oder 8. Ne, 8765 geht schon immer, ne? Und dann sind wir schon durch. Ja. Aber bis auf Plexo, alle über Level 80. Mhm. Komm jetzt aber. Great Beam. Oh, das ist auch nicht schlecht. Runter. Oh, das war. Oh, das war. Ich werde jetzt entweder die Position hier nehmen. Ja, was soll man sonst nehmen für Position? Wir müssen ja die nehmen. Was verlangt er? Ana 50 und er? Sehen wir nicht. Scheiße, ich hätte den drunter. Obwohl, hätte ich. Na. Ich bin mir noch nicht sicher. 140 müssten es sein. Ja. Das war jetzt nicht ganz so geil. Aber halt wenigstens getroffen. Also, wenn du das auf einen schießen kannst, dann hast in dem Modus eigentlich echt was falsch gemacht oder hast eine scheiß Map. Obwohl, die Map ist das ja, ist die Map ist unabhängig. Ja, wir sind beim MVP. Ja. Jetzt Runde Nummer 2, glaube ich. Ich erzähle nicht, was sowas. Die Elo geht runter. Wir haben. Das war abgekackt, jetzt hat man noch 1516. Da geht nicht viel runter. Wir haben jetzt 73 hinten dran. Mal gucken.
Mal gucken. Mal wieder auf jeden Fall mal nix. Vor die Vorwind. Ich hoffe, ich schieße auf Smackdown und treffe Max rechts. Das ist meine Hoffnung. Gebe dann anscheinend nichts. Ach doch. Oh, guckt euch an. So war's geplant und so ist es passiert. War muss ich jetzt sagen, habe ich davon auch gesagt, war echt geplant. Ah genau, komm her, kann ich MP5 treffen. Das war wirklich, also 44 bin ich genau dieser Abstand. Von der Map genau so ein Abstand sind 44, also ich habe zwischen 40 und 50 Wind. Es war aber auch echt verdammt knapp. Da müsst ihr wirklich exakt in die Kante treffen. Ach komm ey. Haben wir 100? Brauche neue Map. Jawohl. So, gleich Versuch Nummer 3. Haben wir noch gut gemacht eigentlich. Ein bisschen MP5 getroffen, ein bisschen Needles getroffen. Das haben wir überhaupt drei... Moment, wir haben Needles lang nicht über 1000 bekommen, jetzt sind wir bei 3300. Lol. Warum ist das voll ausgekillt, ist die Mole? Jetzt nimmer. Jetzt gibt mir... Oh shit. Oh shit, Jungs, bleibt da bitte stehen. Bleibt einfach stehen, bleibt einfach stehen. Und fahrt runter. Was verlangt er? Er verlangt 9, 8... Hier wird man auch wirklich 7, 6 sogar, wir können aber die 4 treffen. Oder wir machen hier 1, auf 1, 3, 4. Haben wir gemacht, sind 4 Leute getroffen. Guckt euch mal meinen Balken an, ich werde nicht mal getroffen. Ja, da ist er. Die 4 haben wir getroffen, boah, saubere Map. 400 Damage mal. Mal gucken, ob mir 400 mal 1,39 gibt. 300. Mit 300, wir haben bloß 300 gemacht, stimmt. 75 mal 4, 300. Jetzt schauen wir mal. 417. Hat er sich nicht verrechnet. Hat sich nicht verrechnet, muss ich sagen. Sehr, sehr. Wenn wir jetzt Bouncy Ball gehabt hätten, ich habe es exakt nicht mehr drauf geschaut. Ich hatte gerade, hier hatte ich noch 2 Sekunden, glaube ich, bis die Runde rum war. Da. Wir haben jetzt noch 2 Versuche. Ja, guck mal, ich krieg's aber auch nicht mehr, ne? Ich krieg's nicht mehr. Oh, Dollarbills. Oh, ja. Was anderes? Was will man? Shredder, steht keiner unten? Nee. Was willst du denn schießen, ne? Make it rain. So wie Tangen das so halt. Schießen, treffen, schießen, treffen, schießen, treffen. 45 machen wir. Eine wird schon 100 haben, oder? Ja, mal 500, da mal 100, ja. Da letzte Runde für die Runde. Ja, sind wir durch. Dann folge ich für Montag, Dienstag. Wenn der Mittwoch keiner kommt, dann habe ich das Update nicht geschafft, entweder pünktlich zu rendern oder pünktlich hochzuladen. Vielleicht wird die Folge ein bisschen kürzer, dass es am Mittwoch kommt, dass ich nicht so große Datei zum Hochladen habe, weil ich musste ja quasi Dienstag aufnehmen, rendern, hochladen. Dass es am Mittwoch kommt und ich habe am Mittwoch bis 17:45 Uhr, also die Folge würde dann erst um, wenn ich es nicht schaffe, um ja, 19:20 Uhr kommen. Jetzt gibt mir ein Beam. So. Das war die letzte Runde und wir haben Needles bei 80 Wind. Wir müssen da reinschießen, dass wir Blacksword treffen. Oder haben wir ein Beam? Oder irgendwas? Jetzt pass auf. Nein, nicht genau in die Wand. Oh, wir treffen aber. So geil. War nicht viel Grit dabei. War nicht viel. Danke übrigens. War nicht viel Grit dabei. Ich dachte, das reicht nicht. Muss ich echt sagen. Jetzt holen wir uns aber mal den Sieg da in der letzten Runde. Oh, jetzt machen wir noch eine Mitleidsrunde. Und dann hasst mich das Spiel und ich lasse es bis morgen Abend, spät, frühestens gehen. Ich glaube jetzt einfach
Ich habe vielleicht ein Discord, aber Oli hat mir eingelöst, habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Alter, ach du Scheiße, hat's da. Obwohl 112 ist recht viel in die Wand gegangen. Also ich muss mal kurz gucken. Ja, okay, machen wir noch eins. Machen wir noch Mitleid drin. Habe ich jetzt überhaupt gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Ja, schaut alles ganz gut aus. Oh, doch nicht. Ups. Ich will jetzt sagen, ich schwimme es unter 8500, weil sonst verlieren wir 10 Mal und kriegen wir bloß 3 XP und dann, ja gut, dann dauert das Ganze noch ein bisschen. So, letzte Runde jetzt. Wirklich letzte Runde, wenn wir es jetzt nicht bekommen. Dann, keine Ahnung. Damals 6 Runden gewartet. Wir haben ihn nicht. Ich wollte gerade schon sagen, wir machen da noch eine Runde, aber nee, so läuft das nicht. Jack-O-Lantern. Die beiden. Oder ich sehe dann Lust wieder nicht. Nein, wir haben dann wirklich nicht. Wird das ja schwer oder was? Oder? Ja, ich hau den auch ab. Na komm, bau den da Loch. Ach komm, spring halt zurück. Okay, die Runde ist rum, wir drehen am Glücksrad. Ich glaube, einmal haben wir mindestens gewonnen in den beiden Folgen jetzt da. Ah, null Damage. Nicht mal das Feuerding hat getroffen. Guck, wir kriegen 3 XP, wenn es noch so weitergegangen wäre. Also ich habe Jungs. Und wir machen noch gar nichts. Wir schauen erst einmal hier. Okay. Ich lese jetzt nicht alles vor. Da sind wir durch. Das ist natürlich wichtig. 1400. Und da haben wir schon 9. Oh Scheiße, haben wir jetzt schon 9000. Puh. Was ist denn das jetzt auch schon wieder? Aber beim Leck ist bitte schon wieder ein Absturz. Ich musste nur noch die Out-SID die Datei durchspeichern. So, was soll man das sein? So, keine Ahnung, ihr seht Update am 15. Wir sehen uns dann in der Folge am Mittwoch. Hoffentlich mit dem Update. Kann sein, dass ihr ein wenig später kommt, wer die Folge bis dahin geschaut oder dabei ist. Falls ihr da welche Fragen, wo die Folge bleibt, könnt ihr denen ja schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich werde es auch bis 10 Minuten lang. Dass ich es wirklich noch schaffe. Wir sehen uns dann auf jeden Fall am Mittwoch, hoffentlich mit dem Update. Bis dahin, haut rein.